Die Verleihung des TAI Werbe Grand Prix fand nun schon zum 31. Mal statt. Die Nominierten und potenziellen Gewinner, die aus Wien, den Bundesländern und aus Deutschland angereist waren, fanden sich bereits am frühen Vormittag ein, um gespannt auf die Ergebnisse zu warten. Beim Cocktail wurden Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. Die kreativen Köpfe der heimischen Tourismusbranche ließen sich die Teilnahme an einem der bekannt härtesten Wettbewerbe für touristische Werbemittel auch dieses Jahr nicht entgehen. Herzlich willkommen zur Siegerehrung des 31. TAI Werbe Grand Prix. 250 Exponate waren eingereicht worden. 7 Kategorien wurden bewertet. Plakate, Kataloge, Broschüren, TV- und Radiospots, Websites und dieses Jahr zum ersten Mal auch Multimedia-Kampagnen. Nach der Verleihung der Medaillen Signum Laudis in Gold, Silber und Bronze und der 4 Sonderpreise wurden die Gesamtsieger mit den Awards ausgezeichnet. Die Exponate werden sowohl von einer erfahrenen Fachjury wie auch vom Reisepublikum bewertet. Die Exponate, die die beste Platzierung sowohl vom Publikum wie auch von der Jury erreichen, sind die Gewinner des begehrten Werbe-Grand Prix, der in Form einer Kristallskulptur überreicht wird. Herr Dr. Zolles, Sie haben mir heute ein Stichwort gegeben bei Ihrer Ansprache. Sie haben gesagt, man braucht Mut zur bestimmten Werbung und die haben die Einreicher gehabt dieses Jahr. Ja, da waren wirklich einige tolle Sachen dabei. Also zum Beispiel etwas über eine Reiseversicherung auszusagen, ein eher ernstes Thema. Das war aber sehr gut gebracht und auch fantastisch umgesetzt. Genauso Mut, einmal einen Werbefilm zu machen, wo keine bunten Bilder vorkommen, sondern einfach Kartons, Zeichnungen. Sehr schön, ganz wunderbar. Oder auch einmal Texte zu schreiben, die länger sind als 12 Worte. Nicht? Wenn sie gut sind, werden sie auch gelesen. Warum macht man denn bei so einem Wettbewerb mit? Ja, für uns ist es eine Ehrensache, uns messen zu lassen, sowohl von der Fachjury als aber auch von den Endkunden. Und deswegen ist der Werbe-Grand Prix für uns einfach eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, einfach wieder Feedback zu bekommen. Und wenn es natürlich so toll ausgeht wie heute, freuen wir uns umso mehr. Was ist Ihnen denn wichtiger, die Wertung von der Jury oder die Wertung vom Publikum? Na, ich möchte es beides. Es ist für mich beides wichtig. In der Jury sitzen wirklich Persönlichkeiten, die man in der Branche kennt, die Erfolgsgeschichten hinter sich haben. Und einerseits vom Publikum, das ist, glaube ich, mehr die Intuition. Und die Jury ist halt wirklich diese fachliche Kompetenz. Was würden Sie denn als Profi sagen, was macht denn gute Werbung aus? Also ich finde, das kommt immer ganz darauf an, an wen die gute Werbung gerichtet sein soll. Sie muss für die Zielgruppe passend sein, die Zielgruppe ansprechen, emotional berühren und dann eben je nach Ziel. Manchmal muss sie verkaufen, manchmal muss sie einfach nur die Bekanntheit steigern. In den besten Fällen tut sie das alles. Aber ja, also es kommt ganz stark auf das Ziel und die Zielgruppe an. Waren Sie überrascht? Ja, ich war sehr überrascht und ich bin jetzt total glücklich, weil wir eben nicht nur bei der Jury punkten konnten, sondern weil wir das Publikum begeistern konnten und da sehr gut abgeschnitten haben. Und wir machen die Filme ja für potenzielle Gäste und daher ist für uns die Jurywertung natürlich ganz besonders wichtig. Eine gute Werbung ist sofort begreifbar, würde ich sagen, für jeden. Sofort begreifbar, um was es geht. Und es muss irgendwo ein bisschen Spaß machen vielleicht und ein bisschen Empathie muss rüberkommen. Und letztlich, gute Werbung ist nur dann wirklich gut, wenn sie auch verkauft. Was würden Sie denn sagen als Fachfrau? Geben wir jetzt nur mehr Websites, Internet, Social Media oder ist Print und Kataloge noch immer in? Beides. Wir brauchen tatsächlich beides. Wir sehen, dass sehr viele Menschen, 9 von 10 nämlich, ihre Reise im Internet recherchieren, aber 6 von den 10 gehen immer noch ins Reisebüro buchen. Und da wollen Sie einen Katalog in der Hand haben und das wollen Sie mitnehmen. Ich schaue mir irrsinnig gern was am Computer an. Ich schaue mir eine Website an und lasse mich animieren. Aber in Ruhe ein Programm zu lesen, das bringt mir eigentlich wirklich nur der Katalog. Es ist jedes Jahr eine große Freude zu sehen, mit welchem Engagement und mit welcher Kreativität auch die Exponate hier eingereicht werden.
Und wie sich doch über Jahre auch Entwicklungstendenzen abzeichnen, wohin die Werbetrends gehen. Wir dürfen also gespannt sein auf die Ergebnisse des Werbe-Grand Prix 2018.